Hallo und herzlich willkommen zu Deconstructed. Heute beschäftigen wir uns mit Calvin Harris' Single Fields. Und die geht so. Ja, lange hat die ganze Welt eigentlich auf sein neues Album gewartet. Er ist ja einer der größten Stars in der Musikbranche. Auf jeden Fall. Und was macht er? Geht back to the roots. Genau. Kein Elektro, keine dicken Kickdrums. Es wird alles ein bisschen feeliger. Ja, genau. Fields. Finde ich aber auch tatsächlich sehr gut. Also ich habe Calvin Harris so kennengelernt mit seiner Single damals. It was acceptable in the 80s, so hieß es. Und da war er mehr so der Indie-Elektroniker, der in seinem Schlafzimmer irgendwie Beats bastelt, ohne irgendwelche kommerziellen Hintergedanken. Ja. Und er hat sich dann ja im Laufe der Zeit zu einem absoluten Kommerz-EDM-Superstar entwickelt, der mit Rihanna bis sonst wohin, Florence and the Machine, allen gearbeitet hat. Ja. So auch hier, diesmal mit Katy Perry und Pharrell Williams. Aber es ist interessant zu sehen, wie sich eigentlich diese gesamte elektronische Szene ändert, denn es kommen doch immer mehr organische Instrumente wieder an den Start. Ja? Das stimmt. Wie man hier hört, er hat Rhodes drin oder ein Wurlitzer, er hat ein funky Schlagzeug, er hat einen E-Bass drin. Also es ist wirklich... Und was ich an Calvin Harris ja auch irgendwie geil finde, er spielt das alles selber, er produziert selber, er schreibt seine Songs selber und ist, glaube ich, auch noch Unterwäschemodel, ne? Und sowieso, wenn du das meinst, dann glaube ich dir das. Und sowieso mal erfolgreichster DJ überhaupt. Ja. So, von daher ist das irgendwie ein musikalisches Statement. Das finde ich schon sehr geil, dass er das so durchzieht. Genau, und das ganze Album ist ja auch in dem Stil und da bleibt er sich treu und macht einfach jetzt das, worauf er Lust hat. Gucken wir uns doch mal die Details an. Calvin Harris hat ein sehr schönes Studio in L.A. Das ist insofern auch erwähnenswert, weil das tatsächlich mit einer großen SSL-Konsole ausgestattet ist. Er einen Aufnahmeraum hat, wo er vom Flügel bis zum Rhodes alles da stehen hat. Und es ist halt immer fertig mikrofoniert. Das heißt, er kann sich einfach hinsetzen und eben mal schnell eine Line einspielen, das direkt aufnehmen, bearbeiten und greift eben nicht auf Plugins zurück. Dass da eben so der immense Unterschied ist, aber es ist einfach was anderes. Genau, wenn du am Road sitzt und spielst da, ist es was anderes, als mit einem Plugin zu arbeiten. Und das ist auch so eine Strömung, die man tatsächlich immer mehr auch in dieser EDM-Schiene generell sieht. Es wird doch wieder ein bisschen mehr Songwriting. Ja. Man ist es leid, immer die gleichen Presets zu verwenden, die andere auch haben. Stattdessen geht es darum, irgendwie was Individuelles zu kreieren. Und das hat er hier gemacht. Erstmal geht es da los hier mit einem, im Prinzip Hip-Hop-Beat. Ja, es ist ein ziemlich einfaches Drum-Pattern. Wir haben eine Kickdrum, eine Snare, Claps und eine Hi-Hat und ein bisschen Percussion. Ja, und das Interessante ist hier für Calvin Harris, wir haben keine durchgehende Bassdrum. Es ist wirklich nur auf die 1, die 3. Genau. Und den Rest macht die Snare. Ja. Das hat man bei ihm ja nicht so häufig. Und durch diese ganze Percussion und so bin ich auch wirklich in so einem Sugarhill-Gang-Style. Ja. Man denkt sofort an so alte Hip-Hop-Crew auf jeden Fall. Platten aus den 70ern. Das stimmt. Ja, in diesem Fall haben wir mal nicht Battery verwendet, sondern wir haben die einzelnen Drum-Samples direkt in das Projekt geladen. Es sind auch gar nicht so viele. Wir haben eine Main-Kick, die quasi uns das Fundament liefert. Und noch eine Top-Kick oben drüber für ein bisschen Charakter. Da kann man auch sagen, die Main-Kick, die hat ja schon noch sowas Suppiges, ja. Dickes. Und diese Top-Kick, die sorgt dann dafür, dass es so ein Oldschool-Hip-Hop-Vibe irgendwie bekommt. Genau, das hat irgendwie den Charakter, den man für so eine Nummer braucht. Und viel mehr haben wir da gar nicht gemacht. Die funktioniert so und wie man sieht, läuft den Song eigentlich mehr oder weniger durch. Sehr schön. Ja, als Snare, das sind ein paar mehr Samples. Genau, aber auch hier hat man immer das Gefühl, gerade hier mit so ein bisschen Schmierclaps, die ein bisschen vorversetzt oder delayed sind, dass es eben nicht ganz knallhart auf den Zählzeiten ist. Dadurch kriegt es eben auch direkt diesen Hip-Hop-Vibe. Schön tief. Weil jetzt, da wir ja auf dem Snare-Schlag keine Kickdrum haben, darf die auch mal richtig Bass haben. Die darf auch mal richtig Power haben. Und die muss nicht kämpfen mit der Kick. Die kann hier wirklich einfach mal zeigen, was sie
sie drauf hat. Und gleichzeitig hat das Ganze auch so einen leichten Drumcomputer-Charme, als wenn man doch irgendwie an der Lindrum sitzt und so ein Basic Beat programmiert. Ja, als nächstes haben wir noch Claps dazu. Hier ist das Besondere, wie man hier schön sieht, hier ist der Schlag und die Claps sind deutlich davor. Mhm. Das gibt so ein schönes, ja. Das verstärkt so nochmal dieses Flam. Genau, dieses Flam, Hip-Hop-Style. Und wenn man sich das dann im Zusammenhang anhört, ist das echt sehr schön und gibt dem Ganzen Vibe. Genau, immer auf die 4. So, dann brauchen wir eine Hi-Hat. Fertig ist unser Hip-Hop-Beat. Der auch was leicht Disco-mäßiges hat. Auf jeden Fall. Und also es ist so eine perfekte Mischung eigentlich aus Disco, weil es irgendwie doch straight ist, aber eben auch nicht Disco, weil man eben keine Four-to-the-Floor-Kick hat. Interessant. So, dann kommen hier verschiedene Percussion-Sachen dazu, die auch, ja, finde ich, so typische Oldschool-Vibes erzeugen. Schön, die Cowbell. Darf man ja sonst kaum noch benutzen. Nee. So, ein paar Klanghölzer. Ja, dann groovt das Ganze schon. Genau. Schönes Fundament für den Song, weil das bleibt ja noch offen, was man damit dann macht im Endeffekt. Ja. Da sind wir auch wieder bei diesem experimentellen Teil. Also ich stelle es mir eigentlich so vor, dass so ein Calvin Harris da sitzt und einfach irgendwie sich seinen Beat baut. Und dann eben tatsächlich einfach die verschiedenen Instrumente nimmt und sie einfach einspielt. Da gibt es auch ein sehr schönes Video, was er selber auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte zur letzten Single, wo er das so kurz zusammengeschnitten hat, wie er die ganzen Parts einspielt. Und man eben so sieht, wie so Track by Track in so einem Stack-Verfahren immer im Loop gearbeitet, so nach und nach das Pattern entsteht. Und das haben wir eben auch hier. Und so kommt jetzt als nächstes das Rhodes dazu, mit dem er das Hauptpattern dann spielt. So, und das klingt dann so. Ja, es gibt den Vibe vor. Genau, klassisches Rhodes. In unserem Fall kommt das hier von Arturia. Und ist so optisch sehr schön dargestellt, sogar hier mit Bodentretern und so weiter. Also wir fühlen uns fast wie im Studio von Calvin Harris. Also eine sehr gelungene Interpretation, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Und das Spannende ist eigentlich das Pattern als solches, denn wir bewegen uns hier in Moll. Wir sind in E-Moll, danach kommt ein G-Dur und dann kommt eigentlich ein A-Moll, so würde man es theoretisch machen. Theoretisch spielen, wenn ich mich in E-Moll bewege, aber in diesem Fall ist es eben ein A-Dur und das gibt diesem Pattern so einen interessanten Vibe. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen strange, als ich das erste Mal gehört habe. Fand ich das interessant, hat mich ein bisschen an Nelly, den Rapper Nelly erinnert, der auch immer solche Chordverbindungen hat. Das klingt dann einfach ungewöhnlicher. Und dazu kommen dann natürlich noch die Gesangslines von Katy Perry und Pharrell Williams, die auch irgendwie so klingen, als hätten die einfach auf ein anderes Playback gesungen. Und dadurch entsteht irgendwie so eine ganz interessante Kombination. Basis für unser Pattern war übrigens tatsächlich ein Gerdes MIDI-File, was wir als Grundlage genommen haben, um darauf dann passende Sounds zu suchen, den Beat zu verfeinern und so weiter. Das hat uns also als Grundlage schon mal hier sehr viel weitergebracht. Ja, und der Sound als solches, was bei dem vielleicht noch sehr wichtig ist, ein Rhodes an sich ist ja eigentlich nicht so schön breit und nicht, es ist Mono meistens und hat so eine, ist ein bisschen klein, ein bisschen intim. Calvin Harris hat es aber irgendwie schön breit gemacht und mit viel Attack. Das haben wir hier versucht nachzubilden. Wir haben einmal den Microshift. Der macht das Ganze wirklich extrem breit, wenn man das einmal ausstellt. Yep. Ist man hier wirklich Mono und der macht es schön breit. Weil es mir am Ende dann doch noch zu breit war, macht man es wieder ein bisschen weniger. Genau. Aber das ist ja wie man es macht. Das ist ja egal im Endeffekt. Eben. Es ist auf jeden Fall nicht mehr Mono und füllt den Raum gut aus, weil
so viele Elemente haben wir ja gar nicht. Wir haben richtig einen Rhodes und das war's, und Bass dazu. Das muss man auch noch erwähnen, dass er dieses Pattern, das war's ja. Also es kommt hinterher noch der Rap-Part, da bricht das Ganze runter auf quasi einen stehenden Ton. Aber ansonsten wird einfach dieses Pattern immer wieder wiederholt. Also es ist wirklich ganz klassisches Hip-Hop-Pattern eigentlich. Ja, und wo wir gerade schon vom Bass geredet haben, der ist natürlich neben dem Rhodes noch, ja, eigentlich die Hook, würde ich fast schon sagen. Ja, voll. Weil das ist, was im Ohr bleibt. Super geil, super einfach. Es passt einfach. Ja, mit Disco-Oktaven hier gerade noch drin. Also echt, es groovt. Macht er sehr gut. In unserem Fall, so, ist das hier der Trillion. Der Clean Fender, der auch sowieso immer sehr überzeugend ist, weil wie man gerade gehört hat, waren da ja auch die, die Fret Noises drin. Dann ist es sowieso hier die gemutete Variante. Das heißt, jeder Ton ist wirklich einfach auch schon kurz gespielt. Und das klingt einfach anders, als würde man einfach eine kurze Note setzen. Ja. Der setzt einfach ganz anders ab. So, dann geht das Ganze durch den CLA-Bass. Haben wir schon häufig benutzt, die Chris Lord Alge Plugins. Das ist einfach ein Multitool, wo wir einen EQ, Kompressor und eben ein bisschen Verzerrung drin haben. Und die macht es eben, dass dann auch so ein MIDI-Bass irgendwie organischer, echter klingt. Ja, und noch einen leichten Hallraum dazu. Dann gibt das Ganze noch ein bisschen dieses Live-Feeling, was wir ja in der ganzen Nummer irgendwie trotzdem auch spüren. Und dann haben wir unser Pattern mit Bass und Rhodes. Und alles andere, würde ich mal sagen, ist ja dann wirklich Füllmaterial, was den Song dann aufbaut. Genau, dazu zählen so ein paar funky Guitars, die in diesem Fall ja tatsächlich einfach aus Omnisphere kommen. Die könnte man in der Tat vielleicht noch besser echt darüber spielen. Das sind einfach klassische funky Phrasen. Vielleicht kriegt man sie auch so aus Libraries. Aber da würde ich mir doch eigentlich dann jemanden hinstellen, der das eben einspielen kann. Und wenn wir gerade bei den Gitarren sind, was noch sehr interessant ist, dass er den Bass gedoppelt hat mit einer gemuteten Gitarre. Zusammen. Und das füllt natürlich das Ganze auch noch auf. Dieses sehr breit, also links und rechts gedoppelt. Das gibt einfach eine schöne Breite noch in dem ganzen Song. Und dann, wenn wir hier schon noch bei den Gitarren sind, dass hier im Intro diese Reverse-Gitarren spielen, das ist tatsächlich einfach ein Pattern, wo hinterher das Audio-File einfach rückwärts gedreht wird. Und schon hat man diese komischen, atmosphärischen Gitarren. Genau, das geht in Cubase einfach mit der Reverse-Funktion. Ich habe ja einfach ein R als Shortcut für rückwärts oder Reverse. Hier unten haben wir noch ein bisschen FX. Die machen, die kommen im Song immer mal hier und da vor und machen es irgendwie ein bisschen witzig, comicartig. Ich finde, es wird auch durch den Gesang noch ein bisschen unterstützt, weil die auch immer lustige Laute noch machen beim Singen. Aber was haben wir denn da hier? In dem Fall ist es tatsächlich ein Synthesizer FX Sound. Für sich genommen klingt der irgendwie sehr, ein bisschen strange tatsächlich. Bisschen R2-D2 vielleicht, so, man weiß nicht genau, was es ist. Und in dem Fall haben wir uns da für den Monarch entschieden. Auch wieder aus dem Hintergrund, bei Calvin Harris steht alles in seinem Studio. Der hat von jedem Synthesizer-Modell eigentlich alles da stehen. Und da kann man sich sehr gut das wirklich vorstellen. Er geht da hin, spielt da ein bisschen dran rum, nimmt das auf, schneidet das und er verwendet das. Und in dem Fall ist es ein sehr einfacher Patch. Der spielt nämlich gar keinen Ton. Es ist wirklich, der Klang kommt hier einfach durch den Filter, wenn man die Resonanz komplett aufdreht. Also wenn ich die runternehme, kommt gar nichts. Drehe ich das auf, fängt er an, quasi in sich zu resonieren und einen Ton zu erzeugen. Und in Kombination mit dem Cut-Off kann man hier die abgefahrensten Geräusche erzeugen. Und muss dann nur sehen, dass es im Rhythmus und passend zum Song irgendwie ein bisschen dazu spielt. Mehr ist das gar nicht. So, letzter Punkt, wenn wir schon bei Effekten sind. Auf dem Master gibt es hier noch so eine scratchmäßige Stelle, was auch wieder zum DJ und zum Hip-Hop passt. Das Ganze klingt so.
Wow. Wahnsinn. So, und dieser Reverse-Play-Effekt, den haben wir hier mit Steinbergs Loop Mesh erzeugt. Mit diesem Plugin kann man einfach live auf der Tastatur die Musik einfach immer re-triggern, doppelt triggern, was auch immer. Auf jeden Fall die ein bisschen stuttern. Und das haben wir dann hier einfach kurz automatisiert. Das ist dann hier oben in dieser Master-Kurve drin. Und da sieht man dann hier, dass kurz der Reverse-Button gedrückt wird. Und das war's auch schon. Aber ein sehr effektiver Effekt. Genau. Und wo wir schon mal effektiv sind, der Song ist sehr effektiv, wenig Elemente, wirklich irgendwie durchdacht. Das ist ja sehr faszinierend, dass es so auch funktionieren kann. Und viel live spielen, genau. Einspielen. Ja. Viel Spaß damit und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.